Was erlaube Luther? Weiß er nicht, was er ist? Wir waren irritiert, Luther. Ja, jeder wusste Schulwissen. Aber keiner wusste so genau, wie denn jetzt. Will Gott ein Spiel mit mir anfangen? Wittenberg, da gibt es einen Mann, den ich heiraten würde. Auf wessen Seite stehst du eigentlich? Auf der Seite des Glaubens. Fräulein von Bora. Nenn mich Käthe. Ist es nicht vielleicht geschickter, wenn wir die Augen öffneten und uns ausziehen? Ja, das mag sein. Du bist auf ewig verbannt! Man soll sie zerschmeißen. Würgen, stechen. Du hast die Kirche gespalten. Wir wissen, dass wir unsere Stücke immer so machen, dass Menschen, die das Thema noch nie an der Hand hatten, danach sagen, ach, jetzt verstehe ich, worum es geht. Mein lieber Rabbi, meine Übersetzung des Alten Testamentes ins Deutsche wäre ohne die tatkräftige Mithilfe eines gelehrten, ehrbaren Rabbiners nie möglich gewesen. Ach. Früh krümmt sich, was ein Haken werde. Ihr Juden, in eurer Arroganz wollt also in der Dunkelheit bleiben. Exzellent! Du hast die Christenheit in all ihren Formen lächerlich gemacht. Käthe, war ich ein schlechter Ehemann? Wir haben viel Musik, wir haben viel Drama, wir haben durchaus Tragödie, wir haben unvollendete Helden, wir haben sehr lustige Nonnen, wir haben einen sehr dicken Papst und wir haben eine Figur, von der ich nichts sage.